Und jetzt kommt Döni Wusche aufs Eis, um eben das offiziell zu machen. Diese Halle da, der Swiss League zu begeben, Swiss League tauglich zu machen, mehr oder weniger. Symbolisch wird da dann dem Präsidenten Patrick Auert ein Präsent übergeben. Hier sehen wir es mit dem Datum, an welchem Tag eben die Inauguration dieser Halle ganz offiziell stattfand mit dem ersten Spiel. Etwas trostlos ist es halt schon, das Ganze. Aber wir machen das Beste daraus am heutigen Abend. Das ist, wie so oft eigentlich, relativ effizient auch bisher in den ersten Spielen dieser Saison, die Asche absolviert. Der Eigenmann auf Dövos. Dövos vors Tor, perfekter Pass, das ist das 1:0. Bastien Bouy mit dem ersten Tor in der neuen Halle. Ein waschechter Jurassier also. Schöner könne die Geschichte ja gar nicht sein. Ein eigener Junior des HC Aschua mit dem ersten Tor in der neuen Halle. Hockeyherz, Juraherz, was willst du mehr? Ach, wäre hier das Publikum wohl komplett aus dem Häuschen gerade. Perfekt hier, der Pass von Devin Muller. Herrlich gemacht, Bastien Bouy läuft im Rücken der gesamten Penalty-Box des HC Thurgaus heran und erzielt das 1:0. Sein erstes Saisontor, natürlich. Ja, da kann er sich ein Lächeln nicht verkneifen. Ein Versuch zumindest. Hazen. DeVos haut die Flasche aus dem Netz. Philipp Michael DeVos mit dem 2:0. Haut er drauf, zerstört die Flasche. Eberhard benötigt eine neue. Hier noch einmal zu sehen, Eigenmann, Hazen mit dem Abschlussversuch und dann Abpralle bzw. geblockt und ja, genau gezielt. Na wohl die Flasche als Ziel an. Dann DeVos. DeVos zieht vors Tor. Mut DeVos, DeVos. Alles läuft über den Franco-Kanadier. Auert mit dem 3:0. Findet da die Lücke zwischen den Schonern von Eberhard, der hier nicht von aller Schuld frei zu sprechen ist. Allerdings war davor auch noch ein kleiner Ablenker. Das muss vermerkt werden. Vielleicht sogar ein Ajoalo. Mal schauen. Perfekter Pass hier auf Auert. Ja, doch, doch. Das war Jocki. Jocki mit dem Stock dran. Hier sehen wir viel Platz für die Stoßbahn. Jocki. Ja. Und viel Wille. Da nach vorne, so wie hier. Hier ist er zurück von der Strafbank. Aufpass von wem denn sonst als Philipp Michael DeVos. 4:0. Da sitzt der Junge 12 Minuten auf der Strafbank, kommt zurück und schießt das 4:0. Jonathan Hazen, was sonst? Ja, so lange Pause. Das ist da richtig gehend beschissen, um es ja mal deutlich zu sagen. Aus seiner Sicht, also, ich habe so viel Energie. Hingeht's und wieder ist der Bemitleidenswerte, so der Krepper da in der Szene drin. Kommt nichts.